Lieben, ich bin nervös, denn heute wird es gefährlich. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Sarina wird mir die Haare schneiden. Ich mache das freiwillig. Ich will nämlich, dass meine Haare wieder kürzer werden. Ich hatte Lippenstift in den Zähnen. Das ist normal. Ich möchte immer, dass meine Haare jetzt wieder kürzer werden. Und weil Sarina immer ihren Pony selbst schneidet, dachte ich ja, dann muss sie auch meine Haare einfach gerade abschneiden können, wenn sie ihren Pony gerade abschneidet. Ich schneide auch meine Spitzen gerade ab. Komm, ich lasse es sie mal machen und wir machen ein Video drüber. Wenn es scheiße wird, habt ihr wenigstens was zu lachen. Muss ich den Friseur dann zahlen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber wenn man es logisch betrachtet, hättest du ja sowieso zum Friseur gehen müssen. Das heißt... Du zahlst die Hälfte vom Friseur. Eigentlich musst du mich bezahlen, wenn es gut wird. Was? Okay, keiner zahlt keinem was, okay? Ich habe sogar eine niegelnagelneue Haarschere gekauft. Die zahle ich auch nicht. Pink Baby. Die ist sowas von scharf. Klingt richtig professionell. Hört mal. Professionell, ne? Haaranalyse. Blondes Haar. Schulterlang. Gerade langweiliger Schnitt. Genau, das will ich nochmal bedenken. Ich habe keinen Plan, wie man das in Wirklichkeit macht, aber ich habe mir das so ausgedacht und so mache ich das jetzt. Das ist der Plan. So viel? Ja, das sind so 7 cm. Immer wieder gerade, wenn es schief ist. Oh Gott. Oh Gott. Okay, fangen wir an. Was muss ich tun? Am besten drehst du dich. Ich warte auf meine Friseurin. Oh Gott, ich muss mal einen perfekten Mittelscheitel. Sonst wird alles schief. Kannst du auch Haare färben? Ja, klar. Schreib mir, ob ich meine Haare vielleicht hellbraun färben soll. Das wird sicher lustig. Was ist das Ergebnis? Der Schnitt. Ich glaube, du schaffst das. Bin positiv. Kriege ich eine Kopfmassage? Na, ich wasche deine Haare ja nicht. Voll der Friseur für Arme. Willst du eigentlich hinten entlang gerade schneiden oder vorne? Wie trägst du die denn? Sind sie jetzt gerade gerade? Ja, fast. So will ich es haben. Ja, das macht der Friseur auch immer vorne, oder? Keine Ahnung. Geh da nie hin. Ach, mach irgendwie. Mein ganzer Körper ist schon nass. Wow, du hast wasserabweisende Haare. Du hast wie so ein Schäfer und so Unterwolle. Was redest du? Unterwolle? Victoria, du darfst deinen Kopf jetzt nicht mehr bewegen. Entschuldigung. Sieht schon mal sehr gut aus. Ja, die Spitzen musst du eh schon länger schneiden. Aber irgendwie sind ein paar Haare von da kürzer. Ja, ich fange einfach an. Ist ja nichts zu verlieren. Außer meine Haare, die ich dann verliere. Ich habe auch einen Kamm dabei. Genau, das ist ein guter Plan. Ich mache so und schneide daran. Hoffentlich schneide ich nicht dein T-Shirt mit. Oder nicht mein Körper schneiden. Oh Gott. Scheiße. Wo soll ich das hinlegen? Ja, auf dem Boden. Da. Beim Friseur habe ich auch meinen Kopf bewegen. Die flogen innerlich. Muss man das eigentlich so vielleicht nur ein paar Haare auf einmal schneiden? Das geht leichter, glaube ich. Ich steck mal ein paar weg. Macht man das so? Jetzt mache ich die Unterwolle nass. Du musst übrigens doppelt zahlen. Wieso? Weil eigentlich kommen keine Leute mit Unterwolle. Mein Friseur würde ich noch nie so beleidigen. Ich muss sagen, ich habe mir das auch leichter vorgestellt. Die Schere ist doch blöd. Das ist gerade, oder? Was meint ihr? Oder? Soll ich eine Wasserwaage holen? Übrigens, ich möchte noch was sagen. Wenn Friseure das anschauen, ne? Dann... Seid nett. Ja. Oder kommt das nächste Mal vorbei und rettet meine Haare, bitte. Ihr lieben Friseure da draußen. Ich mach das auch gut. Weißt du, was du bist? Du bist eine lebensgroße Barbie. Ich bin dieser Kopf. Dieser Frisurenkopf. Ich habe auch zu wenig noch abgeschnitten. Dann muss ich das nochmal machen. Wie viel ist es denn? Hier. Eigentlich so schulterlang. Ja, schneide ich gleich wieder was ab. Dabei war es jetzt so gerade. Was ist eigentlich das Kürzeste, was du je hattest? Ich glaube, bis zum Ohrläppchen. Ich hatte im Kindergarten bis zum Ohrläppchen. Ich glaube, meine Mama war zu faul, mir die Haare zu waschen. Muss man sie ja dann nicht mehr waschen, ne? Bitte, bitte trocken. Ich wechsle wieder Schere. Das ist wie beim Golfen. Nimmt man auch nicht immer das gleiche Eisen. Ich bin hochkonzentriert, dass ich keinen Millimeter meinen Kopf schief halte oder zucke oder so. Mann, ich habe letztens in einem Laden so eine Filmklappe gesehen. Ich wollte mir die holen, dann hätte ich immer so machen können, bevor wir anfangen. Was machst du? Du kannst doch nicht schneiden, während ich rede. Also ich finde, ich habe schon mal eine ganz gute Basis geschaffen. Einmal gerade rundherum und jetzt hole ich das so schichtenweise runter und gleiche das dem an. Schichtenweise? Das dauert ja noch Jahre. Ich sag's dir, alle Friseure in meiner nächsten Umgebung werden schließen. Darf ich meinen Salon in deiner Wohnung aufmachen? Da wäre jetzt schon überall Haare liegen. Endlich habe ich mein wahres Talent gefunden.
Und die nächste Schicht, ich glaube, ich kann die jetzt ganz lassen. Ja, ich glaube auch. Du willst nicht, dass ich endlich fertig bin. Und, also wenn du das jetzt selbst bewerten müsstest, wie würdest du dich bis jetzt schon mal bewerten? Ziemlich gut. 10 von 10? 8 von 10? 9,5 von 10, weil ich noch nicht fertig bin. Das ist so langweilig. Was? Zu machen. Vorher will ich noch ein bisschen Stufen rein. Wenn Sie das anbieten, lieber Salon. Nur zu einem starken Aufprall. Ich kann Lasagne anbieten. Hört sich gut an. Die Friseurin, sie hat sich auf ihre Schere gesetzt. Jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Part. Und zwar müsste ja das da vorne auch gleich sein. Und dann halte ich das mal zusammen und schneide das so, oder? Macht man so, oder? Das ist ja, das ist die beste Idee ever. Du machst mir jetzt aber kein Pony, oder? Aber auch lustig. Bei 1 Milliarde Daumen hoch darfst du mir einen Pony schneiden. Okay, 1 Million Daumen hoch wird auch gehen. 1 Million Daumen hoch und ich schneide mir einen Pony. 100.000. Nein. Ich muss in die Augen schauen bei so einem wichtigen Thema. Boah, was war das? Hast du schon mal einen Friseur so bei dir gemacht? Ich hatte schon mal alle vorne. Dann war der auch so schlau wie ich. Ich war echt schon lange nicht mehr im Friseur. Bestimmt 2 Jahre. Du liegst hier ja halb. Das kann doch nicht professionell sein. Du bist ja gar nicht mein erster Kunde. Ja, das stimmt. Ich habe schon eine Glatze geschert. Kennt ihr das Video schon? Da kommst du jetzt drauf. Ja, weil ich mir so dachte, ich sag dann auch zu dir, du darfst die Schere behalten, weil das mache ich ja bei allen meinen Kunden so. Aber die pinke. Dann kommen sie nie wieder, die Gäste. Die Kunden. Kommen sie zu mir und bekommen sie eine Schere. Als ich mir als allererstes Mal meinen Pony selbst geschnitten habe, habe ich eine gebogene Nagelschere dafür verwendet. Was sagt er jetzt? So will ich das entlassen. Echt? Ja. Bist du fertig? Ja. Ach, du wolltest noch Stufen. Dafür habe ich auch ein Werkzeug. Das ist so ein Messer, wo man so runterfährt. Was willst du? Ich sage nur, dass hier vorne ein paar nur wenige Strähne kürzer sind, die man bei Frisuren zum Beispiel raushängen kann. Und was ist das kürzeste? So und so. So. Willst du grob oder fein? So und so. Ja, fein. Nee, grob. Grob ist besser. Ich glaube, allein schon wegen der ganzen Haare in meinem Wohnzimmer, ich das nicht. Mich wieder zum Friseur. Außer du kaufst so einen Kittel. Bieten sie auch Fußmassagen an? Mein Fuß ist gerade eingeschlafen. Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb. Halt mal wie einen Zopf und dann schaue ich mir das an. Hier, die schneide ich mir auch immer kurz. Genau die Strähne. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Man macht einfach die Haare hinters Ohr und die Strähne vor dem Ohr schneidet man kürzer. Ich weiß aber gar nicht, wie ich die kürzer haben will. Doch, das ist voll cool. Gott. Ich töte dich, wenn ich jetzt Koteletten habe. Was hast du gemacht? Gib mir einen Spiegel. Ich habe keinen Spiegel. Was für ein Friseursalon bist du, wenn du keinen Spiegel hast? Nie wieder. Wir leben beide noch. Sie hat mich nicht umgebracht. Alles ist jetzt fertig. Und ich habe jetzt kurze Haare. Und jetzt siehst du wieder richtig hübsch aus. Wegen mir. Ich muss sagen, es ist okay. Weil du nicht zugeben kannst, dass es gut ist. Was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich sagen, du bist jetzt die neue Friseurin? Find's gut. Ich find's auch cool. Also ich mag die Länge und es ist eigentlich alles gerade. Ich bin sehr überrascht. Es hat irgendwie dann doch alles gut geklappt. Dankeschön, Frau Friseurin. Wie viel bin ich dir jetzt schuldig? Lasagne. Perfekt. Lasst für diesen Mut auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, weil ich habe auch nur so getan, als wüsste ich, was ich mache. Weißt du? Ach, wirklich? Ja. Ich will auf jeden Fall wissen, was ihr findet, ob es jetzt besser aussieht oder ob meine Haare vorher besser aussahen. Da freue ich mich natürlich, also schreibt ruhig ganz, 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 ganz viele Kommentare mit eurer Meinung. Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Tschüss.